Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum. Seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalender-Video, einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ich lese mal wieder aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien vor. Der nächste Brief, vielleicht die nächsten Briefe. Ich schaffe ja immer so ein bisschen mehr. Vielleicht heute auch wieder zwei. Der Brief ist jetzt ziemlich lang. Ja, überstreckt sich über zwei ganze Seiten. Zweieinhalb. Schauen, wie viel wir heute schaffen. Ich beginne mit dem Brief. Klippenhaus, Ende der Welt bei Nordpol. Mittwoch, den 21. Dezember 1927. Ihr Lieben, es scheint, dass ihr jedes Jahr mehr werdet. Ich werde ärmer und ärmer. Hoffentlich ist es mir trotzdem gelungen, euch allen etwas zu bringen, das euch gefällt. Wenn auch nicht alles, was ihr euch gewünscht habt. Michael und Christopher. Von John habe ich dieses Jahr nichts gehört. Wahrscheinlich ist er zu groß und hängt bald nicht einmal mehr seinen Strumpf am Hof. Letztes Jahr war es am Nordpol so bitterkalt, dass der Nordpolarbär die meiste Zeit mit Schlafen zugebracht hat, statt sich wie sonst bei den Weihnachtsvorbereitungen nützlich zu machen. Im Winter schlafen wir alle fast die ganze Zeit, der Weihnachtsmann am meisten. Das sind immer die Kommentare vom Polarbär, falls ich das nicht richtig gesprochen habe. Ich spreche das immer in so einer etwas tieferen Stimme. Die Nordpolarspitze ist kälter geworden als alles, was überhaupt in der Welt kalt ist. Und als der Nordpolarbär sie mit der Nase anstupste, hat es ihm richtig die Haut abgerissen. Deshalb ist seine Nase auf dem Bild mit rotem Flanell verbunden. Wieso hat er das bloß gemacht? Ich weiß es nicht. Aber er steckt ja immer seine Nase dorthin, wo sie nicht hingehört. Zum Beispiel in meiner Schränke. Ich habe eben Hunger. Kommentar von Polarbär. Hier ist es auch sehr dunkel, seit es Winter wurde. Die Sonne haben wir natürlich 3 Monate lang nicht gesehen, aber diesmal gab es ja auch kein Nordlicht. Ihr erinnert euch noch an das schreckliche Unglück im letzten Jahr. Bis Ende 1928 wird es kein Nordlicht mehr geben. Der Nordpolarbär hat seinen Vetter und entfernten Freund, den großen Bären, dazu bewegen können, dass der extra hell für ihn scheint. Und in dieser Woche habe ich mir einen Komet gemietet, um Licht beim Packen zu haben. Aber so ganz das Richtige ist das nicht. Der Nordpolarbär ist in diesem Jahr auch nicht vernünftiger geworden. Ich bin ausgesprochen vernünftig. Ich habe sogar gelernt, mit der Feder in den Mund zu schreiben, statt mit dem Pinsel. Gestern hat er den Schneemann im Garten mit Schneebällen bombardiert und ihn über den Rand des Felsens geschubst, sodass er in meinen Schlitten hineinfiel, der unten stand. Eine Menge Sachen sind dabei kaputt gegangen, der Schneemann auch. Was von ihm übrig war, habe ich zum Teil für mein weißes Bild verwendet. Wir werden einen neuen Gärtner brauchen müssen, wenn weniger zu tun ist. Neulich hat mir der Mann im Mond einen Besuch abgestattet, vor 14 Tagen genau genommen. Das macht er oft um diese Jahreszeit, wenn es ihm auf dem Mond zu einsam wird. Dann machen wir ihm einen feinen kleinen Plumpudding. Davon kann er gar nicht genug bekommen. Wie immer hatte er kalte Finger und da hat der Nordpolarbär Löwenmaul mit ihm gespielt, um sie zu wärmen. Natürlich hat er sich die Finger dabei verbrannt und da hat er sie abgeleckt. Und der Brandy hat ihm auch geschmeckt. Und der Bär, der hat ihm dauernd nachgeschenkt. Und schließlich ist er auf dem Sofa eingeschlafen.
Dann bin ich in den Keller gegangen, um Knallbonbons zu machen. Und er ist vom Sofa gerollt. Und der böse Bär hat ihn unter das Sofa geschubst. Und ihn dann schlicht vergessen. Dabei darf er den Mond keine ganze Nacht allein lassen. Aber dieses Mal ist ja nichts passiert. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass ich mich um den Mann im Mond kümmern soll? Ich war sehr nett zu ihm und unter dem Sofa lag er ganz bequem. Am nächsten Tag nach dem Tee kam der Schneemann plötzlich aus dem Garten hereingestürzt. Da war er noch nicht kaputt und sagte, der Mond ginge aus. Die Drachen waren hervorgekommen und machten einen Heidenqualm. Da rollten wir ihn unter dem Sofa hervor und schüttelten ihn. Und er sauste schnurstracks zurück, aber es dauerte eine Ewigkeit, bis er wieder alles in Ordnung gebracht hatte. Ich glaube, er musste so einen seiner unheimlichen, frostigen Zaubersprüche einsetzen, um die Drachen in ihre Höhlen zurückzujagen. Deshalb ist es hier unten auch so kalt. Wenn ich dem Polarbär sage, dass alles seine Schuld ist, lacht er nur. Dann rollt er sich auf meinem Kaminvorleger zusammen, schnarcht und ist für sonst nichts mehr zu gebrauchen. Meine Botin habe mir erzählt, dass ihr Besuch aus Island bekommen habt. Das ist gar nicht so weit weg von hier und auch fast so kalt. Allerdings hängt Island niemand Strümpfe auf und für gewöhnlich fliege ich rasch daran vorbei. Nur manchmal mache ich einen Abstecher und lege etwas unter die famosen Weihnachtsbäume der Isländer. Normalerweise führt mich mein Weg über die Norwegen, Dänemark, Deutschland, die Schweiz und dann wieder zurück über Deutschland, Nordfrankreich, Belgien und nach England. Auf diesem Rückweg überquere ich das Meer und manchmal Island und dann kann ich die flimmernden Lichter in den Tälern unterhalb der Berge sehen. Aber dann bin ich auch schon weiter. Meine Rentiere galoppieren so schnell wie möglich. Sie sagen immer, sie hätten Angst, ein Vulkan oder ein Geysir könnte unter ihnen ausbrechen. Soweit so gut. Dieses Jahr habe ich euch einen ziemlich langen Brief geschrieben, weil es nichts gab, was man hätte malen können, außer der Finsternis, dem Schnee und den Sternen. Euch allen alles Liebe und viel Glück im neuen Jahr. Euch liebender Weihnachtsmann. Haben wir hier noch einen kurzen? Schaffen wir noch heute einen? Nein, der nächste ist sehr, sehr lang. Und wir haben die Zeit schon sehr ausgekostet und sehr ausgeschmückt. Dann muss das heute ein bisschen kürzer sein und muss ein bisschen kürzer bleiben. Tut mir leid, der Brief war aber auch sehr lang. Dann würde ich sagen, im nächsten Adventskalender-Türchen geht es weiter. Ich hoffe, euch hat es auch diesmal gefallen, obwohl es etwas kürzer war. In den nächsten Tagen geht es dann weiter. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Und ja, gehabt euch wohl bis zum nächsten Adventskalender-Türchen, wo ich etwas hier raus hervorlese. Oder bis morgen, da habt ihr dann ein anderes schönes Video. Oder vielleicht sogar ein neues Kapitel aus diesem Buch. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Dafür ist ein Adventskalender da. Bis morgen auf jeden Fall. Ciao, ciao.